historisches Fechten mit den Waffen unserer Ahnen. Ein großartiges Hobby. Und nicht nur bei uns. Eine immer größere Zahl von Kampfsportlern weltweit beschäftigt sich jenseits von Mittelaltermarktfolklore und Live-Rollenspiel mit der alten Fechtkunst unserer Vorfahren. Doch gerade die Versportlichung, Romantisierung und Verherrlichung alter Waffen birgt auch die Gefahr der Mythenbildung. Viele Trainingsschwerter zum Beispiel, die man im Internet und auf historischen Märkten erwerben kann, haben wenig mit ihren historischen Vorbildern gemein. Deshalb gehen wir vom Zauner e.V. auf die Reise und wollen uns echte originale Blankwaffen mal ganz aus der Nähe anschauen. Liebe Schwertfans dort draußen, begleitet uns auf eine antiquarische Entdeckungsreise der Extraklasse. Geht in Schlösser- und Burgenland Hohenlohe nach Frankenhardt Hohenhardt. Und hier gibt es etwas, das nur wenige Normalsterbliche jemals aus nächster Nähe zu Gesicht bekommen. Ein altes Schloss in Privatbesitz mit einer nicht öffentlichen Blankwaffensammlung allererster Güte. Schloss Hohenhardt. Im Eingangsbereich grüßen uns wundervolle alte Harnische und Halbharten sowie ausgestopfte Tiere. 500 Jahre alte Schwerter, so blank, als wären sie gestern geschmiedet worden, säumen weiter oben die Wände. Hiebmesser, Säbel und Dusacken türmen sich in Vitrinen und barocke Stoßdegen lehnen ganz prosaisch gleich dutzendweise wie Regenschirme in einer großen Vase. Und wir als Schwerternarren mittendrin, staunend, begutachtend und sehr neugierig. Einen ganzen Tag lang dürfen wir nach Herzenslust fotografieren, anfassen und forschenderweise Daten sammeln. Doch wer ist eigentlich unser Gastgeber, der uns so generös bereits zum dritten Mal in sein Allerheiligstes einlädt? In diesem Schloss wohnt, nein, residiert Jürgen H. Fricke, der wahrscheinlich erfolgreichste Kunsthändler Deutschlands für historische Waffen. Museen und Sammler aus ganz Europa zählen zu seinen Kunden und er ist ein öffentlich vereidigter Sachverständiger seines Fachs. Doch wer den Mann nicht kennt und nun einen aalglatten Snob im schnieken Businessanzug erwartet, wird überrascht. Denn ein überaus freundlicher, bescheiden wirkender Gelehrter begrüßt uns. Ja, ich stehe hier mit dem Hausherrn, Herrn Fricke. Und zuerst einmal vielen Dank, dass wir ein weiteres Mal bei Ihnen zu Gast sein konnten für eine weitere Zornhau-Blankwaffen-Explosion. Was man jetzt auf der Kamera nicht sieht, da im Hintergrund steht ein Modell des Segringer Torturms. Und das war das Überraschende, als ich auf Ihrer Website gesurft habe, dass ich gesehen habe, Sie sind da gar nicht mehr. Wir waren vor 3 Jahren zum letzten Mal da und waren fast ein bisschen erschlagen und neidisch vom historischen Ambiente dieses Turms. Und jetzt kommen wir hierher und sind noch viel erschlagener von diesem wirklich großen Schloss und diesen wunderschönen Garten. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt hier sind und nicht mehr dort? Ja, das war einmal Platzprobleme, die ich in Dinkelsbühl hatte. Zum zweiten war der Segringer Torturm, den Sie gerade angesprochen hatten, ja auch nur angemietet. Also kein eigenes Objekt. Das gehört und jetzt hier Ihnen? Das gehört mir, mhm. Ja. Ich habe mehr Platz, ich kann mir zeigen in der Ausstellung. Und es macht natürlich auch mehr Spaß, hier zu wohnen, als auf der Wehrmauer in Dinkelsbühl. Ja, von wann ist dieses Gebäude? Also wie viele Gebäude sind es überhaupt? Also ich habe jetzt 1, 2, 3 gesehen? Oder? Nein, es sind ja 3 oder 4. 3 und dann ist diese Mauer noch drumherum? Die Mauer schließt es komplett, ja. Und von wann sind die ersten Baumaßnahmen? Da, wo wir jetzt stehen, das ist der staufische Teil. Das ist der ursprüngliche Wohnturm, Bergfried. Und das ist also im Moment das älteste Objekt hier, also Bauobjekt. Ja. Dann wurde der Palast gebaut, der stammt etwa aus der Zeit um 1400, 1380, 1400. Und mit dem Palast zusammen wurde auch die Wehrmauer errichtet, rund um das
ganze Komplex, um den ganzen Komplex. 1440 wurde aufgrund eines Städtekrieges das Schloss sehr stark beschädigt und 1444 eigentlich in der heutigen Situation wieder aufgebaut. Mhm. Also es stammen die meisten Bauteile stammen aus der Zeit in 1444. Entsprechend beeindruckt sehen wir uns in den Sammlungen genauer um. Unser Ziel ist es, herauszufinden, wie die historischen Blankwaffen wirklich aussehen, wie sie sich beim Fechten anfühlen und wie sie eigentlich gemacht sind. Davon ausgehend können historische Fechter wie wir zukünftig besser verstehen, wie authentische Blankwaffen für das Training beschaffen sein müssen und den Handwerkern, die unser Trainingswerkzeug produzieren, genauere Anweisungen geben. Wir sind gut vorbereitet und haben drei Teams gebildet, von denen sich jedes einer für die alte Kampfkunst typischen Waffengattung widmet. Team 1 untersucht Schwerter, Team 2 die Messer und Team 3 Stangenwaffen. Der arme Moritz hingegen hat schwer damit zu schaffen, unsere extravaganten Fotowünsche zu erfüllen. Jedes Detail der untersuchten Waffen wird erfasst. Zuerst einmal notieren wir uns die Herkunft und zeitliche Einordnung sowie eventuelle waffenkundliche Zuordnungen wie den Oakshot-Type der Stücke. Ebenso selbstverständlich werden das Gewicht, die Balancepunkte und die Abmessung der einzelnen Teile ermittelt und notiert. Und schlussendlich halten wir auch den Erhaltungszustand und die für uns interessanten und relevanten Beschädigungen wie zum Beispiel Schlagschaden fest. Vor besonderen Herausforderungen steht dabei Alex, unser Mann fürs Grobe. Stangenwaffen nämlich brachten im Spätmittelalter eine Fülle von ausdifferenzierten Formen hervor, für deren Details es manchmal nicht einmal die passenden Fachbegriffe gibt. Ja, Haifischflosse trifft's gut. Haifischflosse trifft's, glaube ich, echt am besten. Haifischflosse trifft's sehr gut. Ja, weil ein Schnabel ist ja dann doch ein bisschen, sag ich mal, voluminöser. Daher muss er sich im Zweifelsfall manchmal einfach welche ausdenken, will er die Form eines bestimmten Hakens oder Dorns beschreiben. 3, 6, 7. Ja, dieses Mal haben wir auch Stangenwaffen vermessen und haben uns hier zwei Modelle ausgesucht, die wir exemplarisch vorstellen wollen. Das eine ist eine relativ frühe Halmbartenform, datiert hier Schweiz um 1400, noch sehr früh. Beeindruckend an dieser Waffe finde ich, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Waffen, die wir hier gesehen haben, noch keinerlei Zierelemente aufweist. Eigentlich alle Elemente, die es an ihr gibt, sind rein der Funktion geschuldet. Nichts ist dekorativ, nichts ist verziert worden, außer hier auf dieser Seite die kleine Schmiedemarke. Sehr schön auch zu sehen, die massive Verdickung in den Stoßdorn vorne, vierkant, der Reißhaken hinten, oben gerundet, unten geschärft und das einfach gestaltete gerade Blatt. Eine schöne Linieninfanteriewaffe, einfach, schlicht, elegant, wunderschön. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Fußstreithammer, laut Aussage von Herrn Fricker mit einem original bemalten Schaft und bemalten Kopf. Ebenfalls noch ein vergleichsweise frühes Modell, ohne Stoßdorn, ein sehr massiver Kopf. Die Waage, die wir hier verwendet haben, hat eine Fehlermeldung ausgegeben. Wir wissen also noch nicht, wie schwer es ist. Ein Schwerpunkt, der sehr weit vorne sitzt, nun also mit wenig Reichweite auf einem starken Hebel auf die Rüstung geht, hier mit dem durch diesen massiven Kopf schwere Schäden verursachen kann, Lücken aufsprengen, vielleicht Geschübe verbeulen oder wirklich Stücke aufbrechen und darunter Schaden machen, obwohl der Kopf vergleichsweise kurz ist und dadurch nicht sehr tief eindringen kann. Eine sehr beeindruckende Waffe. So geht unser spannendes Projekt seinen Gang und alle kennen ihren Job. Die Vermesser vermessen, die Datenerfasser erfassen Daten, die Helfer helfen, die Fotografen fotografieren und der Filmemacher, der interviewt.
Wie wird man eigentlich Händler für antike Blankwaffen, Herr Fricker? Ja, das war teilweise war so gesteuert, dass mir die Werbung nicht mehr so seriös schien, wie ich es ursprünglich mal glaubte. Und zum anderen war eben halt der Wunsch, etwas anderes zu machen. Und da ich als Sammler von historischen Waffen zwei Dinge vereinigen konnte, einmal die Kenntnisse in die Geschichte der Waffen und die Kenntnisse, wie man sie auch vermarkten kann. Und das war damals vor etwa 40 Jahren der Beginn des Handels. Das heißt, Sie haben gesammelt, bevor Sie Händler wurden? Genau. Genau. Was war Ihr erstes Schwert? Was war die Initialzündung? Hatten Sie da so ein Geburtserlebnis sozusagen? Es war ein Säbel aus der Kaiserzeit, den ich gefunden hatte. Also entsprechend auch der Zustand. Mhm. Aber es war immerhin der Beginn oder die Geburtsstunde des Sammelns. Müssen Sie manchmal genau erklären, was Sie tun? Werden Sie mit Vorurteilen konfrontiert? Also die Bezeichnung Waffenhändler ist etwas, das ich natürlich nicht mag. Klar. Es ist manchmal ein bisschen umständlich zu erklären, was man tut. Beginnt dann eben mit Kunsthandel. Ja, auf die Nachfrage, was dann speziell, kann man ja dann sagen, dass es historische Waffen sind. Sie handeln ja nicht nur mit Waffen, sondern auch mit anderen Kunstgegenständen. Ich habe gesehen, auch ich habe einige wunderschöne Kupferstiche an der Wand hängen sehen, hier und da auch mal ein Ölgemälde oder einen anderen Kunstgegenstand. Wie groß, über was erstreckt sich da so Ihr Interessengebiet? Die Vitrinenkunst und Gemälde, das ist das, was ich noch handle, mit dem ich noch zu tun habe. Gemälde aus dem Grund, weil ich mal Malerei studiert hatte und dazu einen besonderen Bezug habe. Zeichnen Sie noch ab und zu? Keine Zeit mehr. Meines Wissens haben Sie seitdem noch andere historische Schwertfechter kennengelernt. Ich habe gesehen, da drüben liegen bereits Flyer von Kollegen aus, von befreundeten Vereinen. Leute aus Hamburg waren bei Ihnen Kunden. Einer unserer eigenen Vereinsmitglieder hat bei Ihnen sogar mehrere Schwerter erworben. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr, dass jetzt auch immer mehr Leute sich für die Waffen interessieren, die diese auch wirklich benutzen und nicht einfach nur an die Wand hängen, sondern sich Reproduktionen machen und nicht so sehr als Kunstgegenstände wahrnehmen, sondern auch als Gebrauchsgegenstände? Das ist ein bisschen zwiespältig, aber grundsätzlich bin ich schon erfreut, dass sich das allgemeine Interesse an den historischen Waffen auch in der Fechterszene etwas verbreitet. Ja, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, als wir vor 3 Jahren das erste Mal bei Ihnen eingefallen sind, muss man ja fest sagen. Wir hatten dann kurz miteinander telefoniert und ich hatte Ihnen erklärt, was wir so tun. Und Sie hatten auch nur eine vage Vorstellung. Und plötzlich kommen da 12, meistens eher Jugendliche, teilweise langhaarige Leute und fangen an, ihre Vitrinen wie Schreine anzubeten, ohne aber selbst Kunden zu sein. Wie war das so für Sie? Das muss ja dann auch eine Begegnung der dritten Art gewesen sein. Ja, ich hatte anfangs schon Bedenken, die Waffen so genau zu vermessen, zu fotografieren, weil eben natürlich die Möglichkeit besteht, mit solchen Daten Fälschungen herzustellen. Man darf das auch heute nicht außer Acht lassen. Ja. Eine Fälschung, die ein Fälscher nach einer Fotografie macht, die ist harmlos. Ja. Die ist leicht zu enttarnen. Das heißt, so eine wissenschaftliche, also das muss man nochmal genau auseinandernehmen. Man sieht es jetzt im Laufe dieser Dokumentation nochmal genau. Wir vermessen die Waffen ziemlich exakt, machen Detailfotos, teilweise auch von den Schmiedemarken, auch wenn wir die in den Endfotos wahrscheinlich nicht zeigen werden, genau aus diesem Grund. Das heißt also, je wissenschaftlicher und exakter die Dokumentation einer solchen Waffe ist, umso stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gefälscht werden könnte. Die Möglichkeit zumindest. Wer macht so etwas? Nun, der, wo schlechte Kopien macht, nach schlechten Vorlagen, ist sicherlich auch in der Lage, bessere Arbeit zu leisten. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die stellen sich in die Schmiede und fälschen ein berühmtes Schwert. Sicher. Jenseits der historischen Fechterszene eher unbekannt ist die Formfülle der alten Hiebmesser. Von den mittelalterlichen Bauernwehren und Falchions über die langen Messer und Dusaken bis hin zu den ersten Säbeln der Neuzeit handelt Fricker mit allem, was eine einschneidige Klinge hat. Jens-Peter Kleinau, beim Zornau e.V. Trainer für Einhandwehren,
arbeitet sich mit seiner Messergruppe durch die Stücke und steht vor der Qual der Wahl, sich entweder die typischsten oder die aufregendsten Vertreter ihrer Art vorzuknöpfen. Wir haben hier zwei einhändige Hiebwaffen, wobei es wichtig ist zu betonen, dass diese Waffe hier ein Malchus aus dem 14. Jahrhundert, vermutlich aus Italien, eine Schneide hat, die nach innen geformt ist. Sie ist extrem scharf. Ich habe damit Papier geschnitten. Und einen weiteren Punkt, einen sehr stark ausgeformten Dolch hier vorne, mit dem man in das Rüstungsgewerk hineinstechen kann. Der ist extrem massiv. Das heißt, wenn man die Waffe so nimmt und auf jemanden zusticht, wird man damit durch ein Kettenhemd durchkommen. Das zweite, was wir hier liegen haben, ist ein Kriegsmesser, auch genannt großes Messer, mit einer Schwertmontierung. Das heißt, wir haben keine Nieten hier, sondern wir haben einen Nietknauf hinten. Wir haben eine Muschel als Wehr, die durch die Klinge durch vernietet wurde. Das Gewicht dieser Waffe ist ungefähr 2,4 Kilogramm. Geführt kann das Ganze einhändig werden. Das ist relativ problemlos möglich, wenn man entsprechende Kraft hat. Aber der zweihändige Hieb zeigt natürlich enorme Wirkung bei einer Waffe, die diese Größe und dieses Gewicht hat. Und war beliebt bei Leibwächtern in der Landsknechtzeit, um praktisch auch deutlich zu zeigen, dass man kriegstauglich ist und kräftig ist und hiermit auch entsprechend Wirkung erzeugt. Stangenwaffen in all ihren Ausprägungen waren auf den militärischen Schlachtfeldern mehrheitlich die dominanten Waffen, während Messer oft die Beiwehren der einfachen Soldaten oder ein weiteres Merkmal der Fechtergilden waren. Doch da gibt es einen Gegenstand, der aufgrund seiner Ästhetik und Geschichte mit großer, geradezu ideologischer Bedeutung aufgeladen ist. Ein Gegenstand, für den sich die romantischen Gemüter aller Epochen derart begeisterten, dass er lange Zeit nur Herren von Stand zuerkannt wurde und auch heute noch die Fantasien der Popkultur entzündet. Das Schwert. Insbesondere das lange Schwert zu zwei Händen war die Lieblings- und wichtigste Lehrwaffe der alten Fechtmeister. Auch unter den heutigen Blankwaffensammlern sind Schwerter die beliebtesten Objekte, erzielen die höchsten Preise. Und unser Gastgeber besitzt eine Menge Schwerter. Ich selbst, obwohl mit Hingabe Trainer fürs lange Schwert, muss filmen und kann an den Schwertvermessungen leider nicht teilnehmen. Dennoch lasse ich es mir nicht nehmen, den Fachmann über seine Prunkstücke auszufragen. 1,69. Das sind die ältesten Schwerter, die ich im Moment zum Verkauf habe. Beginnen also hier bei einem Wikingerschwert, die Zeit etwa um 900. Dann haben wir hier die romanischen Schwerter, etwa um 1200. Als Besonderheit kann ich Ihnen dieses Schwert einmal zeigen. Ucha. Ja, so etwas kennt man normalerweise eher aus Fantasy-Filmen. Ja. Ich hätte es auch nicht geglaubt, würde es hier jetzt nicht hier vor mir liegen. Das Schwert stammt aus der Zeit etwa um 1190, also auf jeden Fall vor 1200. Und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit am dritten und letzten Kreuzzug dabei. Es ist ein Schwert eines hohen Würdenträgers, vermutlich eines Fürstbischofs. Die Inschrift auf der Klinge lässt darauf schließen, dass es sich auf die Auferstehungsgeschichte bezieht. Was steht es da? Heißt, das nicht sehen. In Latein, vom Tod zum Leben. Ja. Die originale Griffhilze hat kleine geprägte Kreuze. Ist das noch das Leder? Oder? Das ist Leder. Aha. Darunter sieht man das originale Holz. Ja.
Wunderbar. Die Ausgewogenheit ist schon da, aber es ist ja auch kein Schwert, mit dem man also an vorderster Front gekämpft hat. Es war ja auch ein Symbol, es war ein Prunkstück im Grunde, aber feldtauglich. Meinen Sie selbst, dass das Schlagschaden sind oder ist das Ding 200 Jahre später mal runtergefallen? Ich denke schon, dass es Schlagschaden sind. Also es war sicherlich in Gebrauch, mit Sicherheit. Von allen Schwertern, die ich hier heute untersucht habe, hat mir dieses hier am besten gefallen. Und zwar nicht aufgrund seines ausgezeichneten Erhaltungszustandes, sondern weil es sich um ein Schwert zum Halbschwertfechten handelt. Also zum Harnischkampf. Um zu erklären, was ich damit meine, vielleicht mal einen kurzen Blick auf diese Waffe hier. Es ist ein typisches Renaissance-Langschwert aus der Sammlung Fricker. Und wir sehen, es hat zwei Schneiden, es hat einen rautenförmigen Querschnitt und es ist relativ flach. Es ist ein ganz typisches Schwert zum Hauen, zum Schneiden, auch zum Stechen, ein Langschwert halt. Im Vergleich dazu, diese Waffe hier, sowas wird in den Quellen als Peerswert, Pörswert oder als Bratspieß bezeichnet. Und man sieht auch gleich, warum. Ähnlich wie bei einem Spieß zum Braten ist es eigentlich keine Messerklinge oder keine Schwertklinge, sondern es ist im Grunde so ein langer, dicker Metalldorn. Der Querschnitt ist auch rautenförmig, allerdings ist der Mittelgrat deutlich höher auf beiden Seiten und das Ganze ist innen konkav eingefurcht auf allen vier Seiten und eigentlich hat diese Waffe hier vier Schneiden und nicht nur zwei. Und wenn man sich die alten Fechtbücher anguckt, zum Beispiel das von Thalhofer oder auch das Gladiatoria, dann sieht man sofort, wozu diese Waffen gedacht sind, nämlich zum Rüstungskampf. Den eigentlichen Zweck dieser Waffe erkläre ich an dieser Stelle. Mit einem solchen Schwert bringt Schneiden nicht sehr viel. Die Schneiden sind nicht besonders stark und auch nicht sehr schnittlastig. Und außerdem habe ich hier einen gerüsteten Gegner. Da kann ich schneiden, so viel ich will, da passiert gar nichts, da lacht er nur drüber. Dafür sind diese Pörschwerter da. Denn diese sind so gestaltet, dass ich damit in die Blößen der Rüstung ansetzen kann, dort, wo der Harnisch Löcher hat, meistens an den Gelenken, am Sehschlitz oder auch an weniger angenehmen Stellen. Man geht also aufeinander los und versucht mit allerlei Ring- und Hebelkunst an die Blößen der Rüstung anzusetzen. Und deswegen hat dieses Schwert auch vorne einen sehr dicken, steifen und sehr spitzen Ort. Wir haben hier ein Schwert, das datiert wird etwa in die Zeit um 1400, 1450 und entspricht dem Typ der Castillon-Schwerter. Mhm. Castillon war die Schlacht und gefunden wurden die meisten oder eine sehr große Anzahl dieser Schwerter in der Dordogne. Dieses Schwert allerdings war nicht im Fluss, es ist in blankem Zustand erhalten, was natürlich eine extreme Seltenheit ist. Meinen Sie, dass diese Waffe jetzt aus der Gegend von Castillon stammt oder ist das eher eine Typbezeichnung? Das ist eine Typbezeichnung, ja. Das heißt, man nimmt immer so den bekanntesten Fundort und das wird dann der Referenzname für die Waffe. Das heißt, das kann auch woanders her. Es ist auf jeden Fall woanders her. Wissen Sie woher? Nein. Weil der Erhaltungszustand hat auch mich verblüfft. Man muss dazu sagen, das ist ein Schwert um 1400 und es hat halt noch die Griffbelederung. Man kann es in die Hand nehmen und man könnte rein theoretisch damit losfechten. Was ist in den letzten 400, 500 Jahren, das gilt sowieso für alle Waffen, die Sie haben, damit passiert? Hingen die irgendwo an der Wand? Wurden die weiter als Sammlerstücke gepflegt? Oder Sie kennen ja nur die Geschichte ab dem Kauf, aber was ist vorher passiert? Recherchieren Sie da auch? Ich versuche schon zu recherchieren. Es wird allerdings sehr viel erzählt, das natürlich nicht haltbar ist. Großvater erzählt etwas, es wird dann übertragen bis zu den Enkeln, aber es ist also nicht immer nachvollziehbar. Das heißt, es gibt auch Übertragungslegenden? Ja. Also grundsätzlich sind also diese Schwerter alle sehr gut erhalten, sehr gut gepflegt, eben halt, weil es Traditionsschwerter waren in den Familien. Das heißt, auch dieses Schwert wurde von einer Generation auf die nächste vererbt, vielleicht zusammen mit einer Immobilie? Richtig. War hier mal was drin? Es sieht aus, als wäre da mal was eingeklebt gewesen. Nee, es war aber nichts drin. Diese Knäufe sind bekannt als mit dieser Höhlung ohne Einlage. Ein solches Schwert wurde wahrscheinlich auch mit einem Schild benutzt. Also das ist eigentlich die typische Waffe für den Kampf mit Schwert und Buckler. Ja. Sammeln Sie auch Schilde?
Sammeln, ja, wenn ich welche bekomme, kaufe ich selbstverständlich. Im Moment ist keiner da. Das hier ist wahrscheinlich das größte Schwert hier im Raum, ein Renaissance-Biedenhänder. Herr Fricker, was können Sie uns zu dem hier sagen? Es ist ein Symbolschwert, ein Prozessionsschwert, also nicht für den Kampf tauglich. Das hätte mich jetzt auch sehr erstaunt. Ja, ja, ja. Ich würde nicht damit kämpfen wollen. Nein, es war dafür auch nicht gedacht, ist auch nicht praktisch genug. Es ist ein Schwert wahrscheinlich eines bischöflichen Garde. Im Verlauf sind Buchstabenfolgen eingearbeitet. Und ein Pfarrer hat sie mir gedeutet. Sie kommen aus dem Matthäus-Psalm 88 und lassen natürlich eindeutig darauf schließen, dass es sich hier also um ein Prozessionsschwert handelt für eine kirchliche Garde. Wie verträgt sich eine Kirchenprozession mit Kriegswaffen? Musste der Bischof bewacht werden? Oder? Ich denke, es ist ja die Schweizer Garde des Papstes. Krieg und Waffen und Militär war immer mit der Kirche verbunden. Ja. Es ziemt sich eigentlich nicht, diese Frage zu stellen, und ich weiß, dass Sie die auch nicht mögen, aber alle Zuschauer werden sich brennend dafür interessieren, wie viel kostet so etwas? Sie sind natürlich hier beim teuersten Bietenhändler. Ernsthaft? Ja, da reichen 30.000 Euro nicht. Wirklich nicht? Ich muss einfach berücksichtigen, dass es hier also eine sehr kleine Garde war. Es haben vielleicht von dieser Art Bietenhändler 6 oder 8 existiert. Das heißt, man bezahlt für die Geschichte mit? Man bezahlt für die Geschichte, für die Seltenheit und natürlich auch für die Qualität. Fällt es ihm schwer, sich manchmal von den Sachen zu trennen? Haben Sie manchmal dann doch das Gefühl, vielleicht behalte ich es noch ein Jahr? Wenn ein Kunde da ist, muss ich es verkaufen. Ich habe schon Lieblingsstücke, das ist richtig, ja. Aber verkäuflich ist, wie gesagt, alles. Ihren ersten Kaisersäbel, den haben Sie auch verkauft? Ich denke, den habe ich mal verschenkt. Ein anstrengender und für uns lehrreicher Tag geht zu Ende. 4 Schwerter, 5 Messer und 6 Stangwaffen haben wir diesmal dokumentiert und die Daten auf unserer Website www.zornhau.de veröffentlicht. Unsere Vorstellung über den blanken Stahl und somit auch die Kampfesweise unserer Ahnen haben sich wieder einmal ein Stück weit präzisiert. Ein weiterer Stein in einem großen Puzzle. Hoffen wir, dass unsere Daten auch diesmal nicht von bösen Fälschern missbraucht, sondern dazu beitragen werden, das historische Fechten in Zukunft noch spannender und realitätsnäher zu praktizieren. Wir haben hier zwei einschneidige Hiebwaffen aus dem. Und los geht's. Ja, kannst du nochmal kurz Stopp machen? Wir haben hier zwei einhändige Hiebwaffen. Ich weiß, dass wir nicht so viel Zeit haben, Alex. Hat vorne einen sehr scharfen Dolch mit dem. Für Sie muss es ja. Ja, die Vitrine mit dem Mittelalterlichen. Das hättest du jetzt nicht machen sollen.
Jederzeit wieder. Haben Sie mal daran gedacht, selbst zu fechten? Nein. Warum nicht? Ah, gut. Was soll ich denn dazu sagen?